sie ist noch nicht da. Ich weiß. Deine Cupcakes, die sind ja ein Träumchen. Riecht aber lecker. Was gibt's denn heute? Überraschung. Du, ich muss Schluss machen. Und wie war dein Tag? Ach, stressig. Ich musste den Shareholderinnen die ganzen neuen Quartalszahlen schmackhaft machen. Puh. Ach. Und bei dir? Naja, ich habe erstmal hier Klaas Schiff gemacht, dann habe ich die Spendenabrechnung für den Verein gemacht. Dann habe ich Damian von der Schule abgeholt und ihn zum Reiten gefahren. Dienstag ist Flori ja immer beim Zumba, weißt du ja. Sag mal, fällt dir was auf? Du warst beim Barber. Gefällt's dir? Ja, toll. Du, und dann, ich habe heute so einen Artikel gelesen. War von einem Mann, aber echt interessant. Das war im Grunde so eine Gesellschaftsanalyse, aber aus männlicher Sicht. Und das war, ja, total kritisch irgendwie. Oha. Und? Ihr Männer seid doch heutzutage vollkommen gleichgestellt. Naja. Nur 10% der Männer haben ein eigenes existenzsicherndes Einkommen. Und stattdessen sind es 80% der Männer, die diese unbezahlte Haushalts- und Care-Arbeit machen. Ja, das liegt euch einfach auch. Ich meine, ihr seid von Natur aus fürsorglich. Du hast doch selber auch gesagt, Familie ist für dich das Allerwichtigste im Leben. Ja, schon, aber... Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Du darfst natürlich nichts zwischen Boden und Topf kommen lassen. Sonst kann das Magnetfeld der Spule keine Wirbelströme im Metall induzieren. Deswegen heißt es ja auch Induktionsherd. Ist an sich ja logisch. Kann ich sonst noch was helfen? Also ich finde, in Sachen Gleichberechtigung sind wir ganz weit vorne. Ich helfe dir hier in der Küche. Und wir in Deutschland hatten ja sogar schon eine männliche Kanzlerin. Das ist ein Feigenblatt. Diese Ungleichheit ist doch systemisch, das hat der in dem Artikel auch gesagt. Ich weiß nicht, warum ihr Männer euch ständig so auf diese Opferrolle zurückzieht. Mi. Und diese U2-Debatte hat auch nicht viel geholfen. Als Frau weiß man überhaupt nicht mehr, was man noch darf. Ach, und demnächst wirst du auch noch sagen, wir Männer sind selber schuld, wenn man uns begrapscht, weil wir ein zu kurzes Höschen anhatten. Mir ist nicht wohl dabei, wenn du abends nach dem Yoga alleine nach Hause läufst. Denk an die Story mit der Kugelstoßerin im Park. Am gefährlichsten ist es für Männer immer noch zu Hause. Tja, jeden dritten Tag stirbt ein Mann durch die Hand seiner Partnerin. Wie ich immer sage, Augen auf bei der Partnerinnenwahl. Du weißt ja gar nicht, was du für ein Glück hast. Ha 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 ha.